Leute, was geht ab? Es gibt neue Infos zu Dragon Ball Sparking Zero. Wir haben die V-Jump-Scans bekommen, Leute. Und wir wissen jetzt dementsprechend auch schon, worüber der nächste Trailer handeln wird. Wir hatten ja vor ein paar Tagen die Android-Saga-Reaction dazu. Lasse ich euch hier irgendwo da. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es gerne ab, Freunde. Und jetzt haben wir einfach die Scans bekommen zum nächsten Arc, Leute. Zur Buu-Saga. Was zu erwarten war, weil die einfach sich an der Z-Story sozusagen orientieren. Die Frage wird natürlich dann dementsprechend sein, was wir danach kriegen werden. Höchstwahrscheinlich Dragon Ball Super. Und Leute, ihr habt es mitbekommen, 33 Charaktere oder 33 Charakter-Slots sind noch frei. Jetzt kommen noch die Buu-Saga rein mit den verschiedenen Majin Buu-Formen. Und dann bleibt nicht mehr so viel Platz für restliche Charaktere, ja Leute. Genau, wir fangen erstmal an mit diesem Scan hier, Freunde. The Battle Between Human and Demons. Goku Z-End. Und dann haben wir klar hier Majin Buu Evil. Majin Buu Evil Gotenks Absorbed. Dann haben wir noch Majin Buu Pure, also Kid Buu sozusagen. Und dann haben wir auch noch Ultimate Gohan, beziehungsweise auch Ultimate Buuhan, sage ich jetzt mal. Auch als eigene Form. Also wir haben hier jetzt schon direkt wieder auf dem Scan 4, 5 neue Charaktere. Ich glaube, Super Vegeta wurde schon in einem anderen Trailer bestätigt. Aber ja, wir kriegen dann durch diesen Trailer auch nochmal, würde ich sagen, 5 bis 7 Charaktere, die sozusagen dazukommen. Und klar, ich freue mich, muss ich sagen, auf die Majin Buu-Saga. Wird auf jeden Fall sehr, sehr geil, das in der Story nachzocken zu können. Viel interessanter finde ich aber auch der andere Scan, Leute, was man hier an Infos mitbekommt. Denn hier sind auch nochmal die ganzen Clashes, die es in Sparking Zero gibt, abgebildet. Ich habe mich im Rahmen eines Videos da ein bisschen schlau gemacht. Und es ist schon krass, Freunde, dass es echt viele Arten von Clashes gibt in Sparking Zero. Ihr wisst, was ich meine, wenn zwei beispielsweise hier Blast Clashes, Blast Impact, wenn zwei Key-Attacken aufeinandertreffen, hat man einfach Quicktime-Events, wie man es von früher kennt, wer dann sozusagen als Sieger da hervorgeht. Und das finde ich ultra stark. Und ich glaube, ich bin sehr, sehr gespannt, wie oft sowas im Kampf dann getriggert wird, wenn man es wirklich gleichzeitig timed oder hinkriegt. Und wir haben den Blast Impact, Two Beams Clash, creating an explosive visual, was halt optisch auch unfassbar gut aussieht. Dann haben wir den Clash Impact, wenn man so gesehen ganz normal mit Dreieck oder ganz normal schlägt und aneinander gerät. Und dann haben wir noch den Power Impact, was die Grab angeht, und Speed Impact. Also wenn man gleichzeitig grabbt, das gab es glaube ich in Budokai Tenkaichi 3 gab es das damals nicht. Da wurde die Grab einfach nur neutralisiert, wenn man das parallel gekontert hatte. Aber jetzt gibt es hier auch nochmal eine Animation plus Speed Impact. Das heißt, wenn man gegeneinander aufeinander dasht, im gleichen Moment in die gleiche Richtung dasht, hat man dann auch nochmal Quicktime Events und 4 Arten von Impact Actions, 4 Arten von Clashes. Und das finde ich... Und das finde ich sehr nice, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt zu. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal Ultra Instinct Goku und Goku Black, also Rosé Action. Was halt auch natürlich spannend ist, ob wir vielleicht da einen anderwertigen Trailer kriegen werden. Vor allem die große Frage, Leute, wann wir den nächsten Trailer kriegen werden. Wir wissen, dass am Dienstag, also nächste Woche Dienstag, im Rahmen der Gamescom ein Livestream stattfindet, wo verschiedene Spieleankündigungen stattfinden werden und bestimmte Trailer gezeigt werden. Und da stehen die Chancen halt mega gut, dass wir da nochmal einen neuen Sparking Zero Trailer kriegen, eventuell zu einem anderen Thema, vielleicht zum Beispiel hier zu den Clashes, die man sieht. Oder vielleicht war das jetzt einfach nur eine Randinfo bei den Scans. Oder halt, was ich eher vermute, aber das ist halt schon krass, wenn die wirklich in wöchentlichen Abständen nächste Woche schon die Buu-Saga, sag ich jetzt mal, raushauen. Wobei, die haben ja auch noch mit Super einiges, was die, glaube ich, abdecken müssen wollen mit den Trailern. Und dadurch, dass wir ja schon, sag ich jetzt mal, Mitte, Ende August sind, September auch noch groß beworben wird und am 10. Oktober, Freunde, das Spiel ja schon rauskommt, haben wir auch nicht mehr so viel Zeit. Also es sind jetzt noch 1,5 Monate, würde ich sagen, so circa, bis Sparking Zero rauskommt. Also kann es schon sehr, sehr gut sein, dass wir nächste Woche schon diesen Trailer kriegen werden, Freunde. Was sagt ihr zu den Infos? By the way, Freunde, wundert euch nicht, dass die Scans so ein bisschen gelblicher sind. Keiner weiß, was da passiert ist. Globko hat geschrieben, dass jemand da auf die Scans gepisst hat. Aber sei es drum, ich will mich nicht beschweren. Hauptsache, wir haben die neuen Infos. Und ja, wie zu erwarten war, Leute, nächster Trailer wird höchstwahrscheinlich um die Buu-Saga behandelt, beziehungsweise Thema Humans and Demons. Und da werden wir auf jeden Fall die ganzen Buu-Formen vorgestellt kriegen. Ultimate Gohan wird halt auch sehr, sehr stark, Freunde. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, Freunde. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Mao Haki. Ciao.